Künstliche Intelligenz war lange Zeit ein Thema für Wissenschaft und Science-Fiction. Erst in den letzten Jahren sind Anwendungen, die auf künstliche Intelligenz setzen, wie zum Beispiel Chatbots oder KI-generierte Popmusik, auch für uns sichtbar und spürbar in den Alltag eingezogen. Es wird immer wieder gefordert, nicht ständig von künstlicher Intelligenz zu sprechen, da der Begriff... Eigentlich eine spezifische Technologie und Fähigkeiten zur autonomen Informationsverarbeitung und Analyse impliziert, die wahrlich nicht auf alle Algorithmen zutreffen. Und auch der Begriff der Intelligenz impliziert inadäquate Konnotationen wie eine Verwechslung mit dem menschlichen Verhalten, aber auch, übrigens ähnlich wie der Begriff der Cloud, eine Gleichsetzung der Technologie mit einer nicht materiellen Kapazität. Die einfach so emergieren kann, die uns einfach so ganz unsichtbar umgibt. Dieser Sichtweise möchte ich in dieser Session im Gegenteil die Materialität und die Politiken der Infrastrukturen und Ressourcen entgegenhalten, ohne die weder künstliche Intelligenz noch Digitalisierung per se funktionieren können. In der Technikforschung sprechen wir also trotzdem von künstlicher Intelligenz, weil der Begriff im öffentlichen Diskurs zirkuliert und damit machtvoll ist doch dieser diskurs hat sich in den letzten jahren immer wieder stark gewandelt der hype um die automatisierung wird zunehmend skeptisch beäugt allseits wird von den gefahren von ki und ki gestützter automatisierung gewarnt es komme zu ausbeutung von kulturgütern ausbeutung von arbeitskraft bis hin zum verlust von arbeitsplätzen es komme zur aufgabe der privatsphäre einer Flut an Missinformation zu Machtmissbrauch, es komme zu unvorhersehbaren zivilen und militärischen Sicherheitslücken und so weiter. Kritische Stimmen fordern eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass den Risiken der Technologie ausreichend begegnet werden kann. Ja, dass sie auch unsere Demokratien nicht unterwandern kann. Einige der Gefahren von KI für die Demokratie wurden in diesem MOOC ja bereits behandelt, wie das Fehlen der Transparenz von KI gestützten Entscheidungsprozessen und mangelnde Partizipations- und Kontrollmöglichkeiten in der Technologie inhärente Diskriminierung und Voreingenommenheit, Stichwort Bias, aber auch das Problem der Verantwortlichkeit und Rechenschaft, um nur einige zu nennen. Daher wird die Frage der Regulierung und Steuerung dieser Technologie zentral. In europäischen, amerikanischen und chinesischen Strategien und Regulationen werden derzeit Forderungen nach vertrauenswürdiger, verantwortungsvoller, menschenzentrierter, guter und nützlicher KI immer lauter. Man will sicherstellen, dass KI-Technologien sorgfältig überwacht und reguliert werden, damit sie ethisch und sozial verträglich sind. Doch ethisch und sozial verträglich beziehen sich nicht nur auf die Daten und Algorithmen, und deren Entwicklerinnen, Betreiberinnen und Nutzerinnen. Hier muss der Blick eindeutig geweitet werden. Die Entwicklung und Anwendung von KI erfordern große technische Infrastrukturen und komplexe soziotechnische Abhängigkeitsstrukturen. Es haben sich bereits Markt- und Machtkonzentrationen gebildet, denn der Betrieb dieser Infrastrukturen ist sehr aufwendig und nur wenige internationale Konzerne können diesen leisten. Dieses scheinbar grenzenlose, unsichtbare Phänomen einer Intelligenz besteht aus globalen Netzwerken und Abhängigkeiten von Institutionen, Maschinen, Ressourcen, Arbeitskraft, Lieferketten und viel mehr. Wie verändert sich nun unser Verständnis von Vertrauen und Verantwortung, ja, aber auch von Demokratie, wenn wir die riesigen, komplexen soziomateriellen Fundamente der künstlichen Intelligenz berücksichtigen? Zu diesem Zweck bedienen wir uns eines ansatzes aus der künstlerischen forschung und der sogenannten infrastructure studies der untersuchung von soziotechnischen infrastruktur die kolleginnen kate crawford und vladan jola machen mit hilfe der wie sie es nennen kritischen Kartografie die komplexität der zusammenhänge sichtbar die beiden haben eine karte zur anatomie der künstlichen intelligenz ausgehend von ihren eigenen erfahrungen und untersuchungen zu einem sogenannten Smart Device, Amazon Echo, gezeichnet. Dieses schicke Plastikobjekt mit seinen Sensoren, Lämpchen und ein paar Schaltkreisen ist das Interface zu einer globalen soziomateriellen KI-Infrastruktur. Was braucht es alles, damit uns das AI-Service Alexa die Wettervorhersage über Echo liefern kann, während wir online shoppen? Vladan hat also sein Smart Device aufgemacht und geschaut, was da alles so drinnen ist und wie dieses Gerät mit anderen verbunden ist, welche Daten wie gesendet werden. Daraus entstanden ist in jahrelanger Arbeit eine Karte, die ausgehend von dem Gerät und seinem Anwender die globale KI-Infrastruktur von der Produktion bis zur Müllhalde visualisiert. Die vertikale Linie in der Mitte der Karte beschreibt die Daten- und Materialwege von und zu dem Gerät, von der häuslichen Infrastruktur über das Internet zu den Plattformen und Service-Providern, von dort zu Cloud und den dort operierenden KI-Komponenten, wie zum Beispiel der Erkennung von gesprochener Sprache, um die Befehle auszuführen. In der Cloud werden auch die Daten zum Anwender gespeichert. All dies braucht neben Arbeitskraft und Computerpower viel Wasser und Energie. Die physischen Infrastrukturen benötigen weiters viele Rohstoffe, mehr als 75 Elemente des Periodensystems. Ohne diese Rohstoffe gäbe es keine künstliche Intelligenz. Und sie werden nicht mehr. Im Gegenteil, die bekannten Reserven schrumpfen, sind jetzt bereits Grund für internationale Konflikte. Lithium beispielsweise wurde bekannt als das graue Gold. Es ist ein zentraler Bestandteil unserer elektronischen Welt. Jede Cloud ist unter anderem aus Lithium gemacht und aus Steinen, Erdöl und natürlich Unmengen an Energie. Lithium wird vielerorts abgebaut, aber die größten Minen finden sich in Bolivien, im Kongo, in Australien und in Indonesien. Das Zinn als Lötzinn für die Metalllegierungen wird auch in Indonesien abgebaut. Auf den zinnreichen Inseln ist nicht nur die Natur zerstört, sondern es finden sich auch viele Gräber von Zinnarbeitern, die bei der gefährlichen Arbeit ums Leben gekommen sind. Sie beschafften Rohstoffe, die vor Millionen Jahren entstanden sind. Im Gegensatz dazu ist die durchschnittliche Lebensdauer eines KI-Konsumguts wie eines Smart Devices oder auch eines Mobiltelefons 3,8 Jahre. Und so landen die Endgeräte oftmals wieder in den Erdregionen, aus denen ihre Rohstoffe gekommen sind bevor sie auf chinesischen Fließbändern zusammengebaut und weiter verschifft wurden. Obwohl die Basler Konvention, ein internationales Abkommen, den Export nicht funktionierender Altgeräte verbietet, findet sich unser Elektronikschrott auf den Müllhalden in Afrika und Asien wieder. Die Wiedergewinnung von Rohstoffen durch Recycling ist vielen Industrieländern zu teuer. Deshalb sammeln viele Kinder und Jugendliche auf den giftigen Müllhalden die begehrten Rohstoffe. Ein kleiner Beutel Eisen bringt knapp einen Euro. Für Kupfer gibt es rund 80 Cent und auch Aluminium ist wieder sehr begehrt. Doch zurück zur lebendigen KI. Wie kann man die Arbeitswelt abseits von Silicon Valley beschreiben, die künstliche Intelligenz erschafft und serviciert? So sind Crowdworker in Ländern wie Indien oder Bangladesch unabdingbar für maschinelles Lernen, da sie die Trainingsdaten erschaffen und weiter mit den Systemen trainieren. Sie arbeiten als Labeler oder Annotatorinnen, die die Daten mit weiteren Informationen oder Beschreibungen versehen, um die KI zu verbessern. Oft arbeiten sie auch als Content-Moderatorinnen und sind für die Online-Zensur sozialer Medien zuständig. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich, große Mengen an Daten zu kategorisieren und zu beschriften, die dann von KI-Systemen verwendet werden, um Muster und Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Ohne Sie gäbe es nicht genug qualitativ hochwertige Daten für das Training von KI-Systemen. Inzwischen sind einige Skandale ans Licht gekommen, die zeigen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Crowdworker sind. Auf der Karte von Jola und Crawford findet sich ganz links eine Liste, die die durchschnittlichen Monatsgehälter, soweit bekannt, von Menschen, die KI möglich machen, aufzeigen. Von den Kobaltminenarbeiterinnen mit 30 Dollar im Monat, über die Callcenter-Mitarbeiterinnen in den Philippinen mit 250 Dollar im Monat, den Softwareingenieurinnen in Indien mit 600 Dollar zu den Fließbandarbeiterinnen bei Foxconn in China mit 1000 Dollar im Monat, bis hin zu den Chefetagen der KI-Konzerne wie Amazon mit 16.000 Dollar im Monat, ist das ein weiter Weg. Die kritische Landkarte der künstlichen Intelligenz zeigt, wie durch Recherche und Visualisierung Zusammenhänge deutlich werden, die zuvor unfassbar erschienen. Von links der Produktion der Technologie über deren Einsatz nach rechts zu ihren Überbleibseln. Die Karte hilft uns zu verstehen, dass Verantwortung und damit auch Vertrauen in die künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Demokratien Fragestellungen globaler soziotechnischer Infrastrukturen und deren Ressourcen und Politiken sind. Die Karte zeigt auf, welche Elemente in der Untersuchung von Verantwortlichkeiten besonders unter die Lupe genommen werden sollen, um Ansatzpunkte für Intervention und Steuerung der unterschiedlichen Formen der planetaren Ausbeutung zu finden. Sie zeigt uns aber auch deutlich die Leerstellen des Wissens und die Schwierigkeiten, solche stark veränderlichen Umstände auf einer Ebene begreifbar zu machen. So eine Karte müsste eigentlich laufend abgedatet werden. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wie würde eine solche Karte aus der Sicht der Crowdworkerinnen, der FabriksarbeiterInnen oder der Kinder auf den halten aussehen? Wie sehen die Infrastrukturen in der KI aus deren lokaler Perspektive aus? der blick auf die soziomateriellen fundamente der künstlichen intelligenz erweitert die frage nach einer verantwortungsvollen oder menschenzentrierten ki. eine demokratische haltung zu ki erfordert demnach nicht nur die governance zur minimierung der risiken für betreiber und verbraucherinnen. demokratien müssen sich den politiken der ausbeutung solcher planetaren infrastrukturen stellen. verantwortungsvoll wäre somit die schonung der Ressourcen und die Nachhaltigkeit von KI umzusetzen. Verantwortungsvoll wäre es auch, den Fokus der sozialen Verträglichkeit der Technologie oder den Fokus einer menschenzentrierten KI auf deren gesamte notwendige Arbeitskraft auszuweiten.